Der Abbau einer nuklearen Anlage ist eine komplizierte Angelegenheit. Einfach abreißen kann man solche Gebäude nicht. Sie enthalten radioaktive Stoffe, die nicht in die Umwelt gelangen dürfen. Deshalb beginnt am Ende der Betriebsdauer einer solchen Anlage der sorgfältige und technisch anspruchsvolle Rückbau. An seinem Anfang entsteht ein genauer Plan. Jede nukleare Anlage hat ihre eigenen Besonderheiten, auf die der Rückbau abgestimmt wird. Bevor eine Schraube bewegt wird, prüfen unabhängige Gutachter diese Planung eingehend. Die zuständigen Behörden müssen jeden Schritt genehmigen. Erst wenn die Gutachter ihr Okay geben und anschließend alle Genehmigungen vorliegen, beginnt der Rückbau der Anlage. Dieser Planungsprozess nimmt oft Jahre in Anspruch und kostet natürlich Geld. Er ist jedoch unerlässlich. Die Sicherheit von Umwelt, Bevölkerung und des Personals hat höchste Priorität. Von der Planung in die Praxis. Die Brennelemente sind bereits nach der Abschaltung aus dem Reaktor entnommen und für etwa 4 Jahre in ein Abklingbecken gelegt worden. Nun werden sie in Castor-Behälter verpackt und aus der Nuklearanlage in ein Zwischenlager transportiert. Über 90% des radioaktiven Materials hat dann die Anlage verlassen. Jetzt kann der Rückbau beginnen. Dieser geschieht von innen nach außen und beginnt in der besonders abgeschirmten Sicherheitszone der nuklearen Anlage. Selbst die Luftströmung wird hier genauestens gesteuert. Da die Luft radioaktive Staubpartikel enthalten kann, wird sie in Abluftkaminen gefiltert. An den Zugängen zum Sicherheitsbereich verhindern spezielle Schleusen und der Unterdruck in diesem Bereich, dass Luft ungefiltert entweicht. Im ersten Schritt werden die Anlagenteile demontiert, die mit radioaktiven Stoffen kontaminiert sind. Die stärker radioaktiven Teile werden sogar fernbedient abgebaut, zerlegt und sicher verpackt. Ist eine Zerlegung innerhalb der Sicherheitszone nicht möglich, geschieht dies in einer Bearbeitungseinrichtung in unmittelbarer Nähe der Anlage. Sie erfüllt dieselben hohen Sicherheitsanforderungen. Die meisten anderen Teile können gereinigt werden. Diesen Vorgang nennt man Dekontamination. Dies erfolgt mit verschiedenen Verfahren, zum Beispiel mit Wasser oder auch in Säuren. Nach erfolgreicher Dekontamination werden diese Teile auf Reststrahlung gemessen und nach der Genehmigung durch den Gutachter und die Behörde konventionell recycelt oder entsorgt. Weniger als 2% des zu entsorgenden Materials wird als radioaktiver Abfall vorbereitet und zwischengelagert. Wenn das Endlager Konrad öffnet, werden sie der Endlagerung zugeführt. Sind alle radioaktiven Anlagenteile abgebaut, wird auch der Beton auf Radioaktivität untersucht und die radioaktiven Stoffe entfernt. Dann beginnt die konventionelle Phase des Rückbaus. Es werden alle Gebäudeteile abgebaut und recycelt oder als Bauschutt entsorgt. Am Ende des Rückbaus ist das Areal der nuklearen Anlage frei von jeder radioaktiven Belastung und kann anderweitig genutzt werden. Wir setzen Maßstäbe. Mit Sicherheit.